Ich freue mich sehr, hier auf dem 18. Bundesparteitag der Piratenpartei in Wolfenbüttel verschiedene Gäste von NGOs begrüßen zu dürfen. Ich fange mal mit der Dame an, das ist Sigrun Fanzen vom Berliner Wassertisch. Wir haben auf der gleichen Seite Tim Weber von Mehr Demokratie und wir haben Padelun von Digital Courage. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass ihr alle gekommen seid, denn unsere Organisationen haben ja doch so gewisse Schnittmengen, so gewisse Schnittpunkte, wo wir uns thematisch treffen. Sigrun, ich möchte bei dir mal anfangen. Der Berliner Wassertisch beschäftigt sich ja nicht nur mit der Rekommunalisierung von Wasser zum Beispiel wie in Berlin. Das war so eure Gründungsgeschichte, glaube ich. Sondern ihr seid ja auch groß in dem Bereich TTIP, CETA stoppen. Und da ist dann auch eine Schnittmenge zu Tim und zu Padelun. Was sind so die Bereiche, wo du sagen würdest, der Berliner Wassertisch und die Piratenpartei haben da ihre Schnittmengen oder können in den verschiedenen Bereichen vielleicht zusammenarbeiten? Ja, in der Vergangenheit haben wir ja insofern mit der Piratenpartei bzw. mit der Piratenfraktion in Berlin zusammengearbeitet, weil wir im Anschluss an den Volksentscheid damals zu den Wasserbetrieben in Berlin haben wir ja die Vorarbeiten zu einer Organklage gemacht, damit diese ursprünglich mal geheimen Verträge vor das Verfassungsgericht kommen sollten. Und da haben alle anderen Fraktionen wollten nicht so richtig irgendwas unternehmen. Und die Piraten haben dann beschlossen, diese Organklage nannte man das oder nennt man das einzureichen. Und wie gesagt, alles das, was die Piraten in ihrem Programm haben, gefällt uns auch als Wassertisch oder den Mitgliedern unseres Wassertisches gefällt das auch, was sie machen. Und wir sehen das als sehr wichtig an. Speziell der Weltraumaufzug natürlich. Tim, es ist so, in Nordrhein-Westfalen arbeiten wir auch eng mit der Sektion von Mehr Demokratie NRW zusammen. Und da ist es so, dass wir gemeinsam unter der Führung von Mehr Demokratie dieses Bündnis TTIP und CETA stoppen gegründet haben mit vielen Parteien. Mehr Demokratie ist da federführend, ATTAC und andere Organisationen sind damit drin. Und wir Parteien im Prinzip sind zwar Teil davon, aber wir halten uns natürlich im Hintergrund, weil das ja erstmal eine Sache der NGOs ist. Wie beurteilst du die Chancen bei diesem Volksbegehren, was da geplant wird? Was würdest du sagen zu den Demonstrationen, die da im nächsten Monat alle geplant sind? Also mir geht es erstmal so, dass ich ziemlich froh bin und das auch nie so erwartet hätte, wie viel die sozialen Bewegungen in diesem Bereich geschafft haben. Also als das anfing mit TTIP und CETA, dachte ich, na gut, wichtiges Thema, aber ich dachte, es geht über das Klonen eigentlich nicht hinaus. Und es ist wirklich erreicht worden, dass man kritische Fragen der Demokratie öffentlich thematisiert hat. Und aus meiner Sicht wackelt TTIP. Also da sind die Chancen wirklich sehr, sehr gut, dass wir das stoppen können. Und CETA ist, also muss natürlich auch noch fallen, weil CETA ist es schwieriger, weil der Vertrag nun mal ausverhandelt ist. Ja, und da tun sich dann Bürokraten schwer, wenn sie erstmal so viel Arbeit reingesteckt haben. Kennen wir ein bisschen von uns auch, ne? Dann will man da nicht so gerne loslassen. Aber da sehe ich eigentlich auch eine Chance, dass man das in Deutschland noch stoppen kann, weil ja der Teil, der sozusagen auf der nationalen Ebene ist, ne, es gibt ja einen gemeinsamen Teil und es gibt einen gemischten Teil und ungefähr 15% des CETA-Vertrages müssen halt sozusagen von den nationalen Parlamenten legitimiert werden. Und das bedeutet in Deutschland Zustimmung vom Bundestag und Bundesrat. Und da setzt ja sozusagen jetzt NRW an mit der Volksinitiative, dass wir dort den Landtag auffordern, gegen CETA zu stimmen dann im Bundesrat. Und dort setzen auch Volksinitiativen in Schleswig-Holstein an und auch das geplante Volksbegehren in Bayern. Und für uns natürlich als Liebhaber der direkten Demokratie eine tolle Verbindung, wie man sozusagen so ein wichtiges Thema mit direkter Demokratie auch zeigen kann, was da möglich ist. Die Frage würde ich an dich auch gerne weiterrichten. TTIP und CETA sind ja Dinge, die wir alle für sehr gefährlich halten, weil wir glauben, dass es Arbeitsschutzrechte untergraben wird, dass es in vielen Bereichen uns Gesetzgebung bringen wird, die wir für rückschrittlich halten, wo wir der Ansicht sind, dass Bestehendes, was wir schon erkämpft haben, über die letzten Jahrzehnte kaputt gemacht werden soll. Und gerade die Freiheit der Menschen und die Selbstbestimmtheit ist ja ein großes Thema auch für Digital Courage.
Naja, abgesehen vom Inhalt, den ich erwarte bei TTIP und TTIP, TISA, CETA, Co., was immer da gibt, sind ja nur kleine Fragmente, die ich kenne überhaupt, die mich schon erschauern lassen. Was ich im Moment wirklich evident habe, ist einfach dieser Prozess, mit dem das aufobstruiert werden soll und der gegen jegliches demokratisches Anfängerverständnis also wirklich völlig dran vorbeigeht. Und das ist etwas, wo ich sage, da muss man sich dagegen stellen. Mhm. Und wenn ich dann eben auch noch gucke, was das auch für eins meiner Hauptthemen, nämlich Datenschutz und digitale Vernetzung zu tun hat, dann weiß ich es umso mehr, weil das, was da beschlossen werden soll, ist garantiert nicht das, wo ich meine, dass Menschen friedlich miteinander kommunikativen Handel treiben. Ja, was mich irgendwie sehr erschüttert hat, war, wie auch deutsche Minister einfach der Ansicht sein können, dass man intransparente Schiedsgerichte auf privater Basis einführen kann, wo irgendwelche Anwälte großer Kanzleien sitzen. Wir haben Gerichtsbarkeiten durch mehrere Instanzen, die sind erprobt. Die sind für jeden mit der Möglichkeit, eine weitere Klage zu machen, wenn er mit einem Ergebnis nicht einverstanden ist. So stelle ich mir einen Rechtsstaat vor. Also ein intransparentes Schiedsgericht kann es für mich in der Demokratie überhaupt gar nicht geben. Da kann ich jetzt nichts anderes machen als nicken, lieber Herr Moderator. Ja. Was soll ich mehr dazu sagen? Ja. Ich möchte zu einer Sache überleiten, was ich bei euch immer toll finde, ist dieser Big Brother Award und diese Dinge. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Vielleicht möchtest du da doch irgendwas zu sagen. Sicherlich gerne. Aber mehr zu dem Rahmen oder dem Ereignis an sich als tatsächlich zu den Inhalten. Für die Leute, die es nicht kennen, Big Brother Award wird einmal jährlich vergeben seit dem Jahr 2000, wo wir einfach... Ja, wir nennen sie freundlicherweise Datenkraken, ausgezeichnet werden, also Organisationen, Menschen, Institutionen, die halt Dinge machen, die halt völlig gegen den Datenschutz gehen. Und für uns war das, als wir 2000 damit anfingen, einfach die Flucht nach vorne, weil wir einfach gesehen haben, hier gibt es ein Thema, das in der Öffentlichkeit nicht ankommt, wo ich zwar viele Journalisten kenne, die gerne drüber schreiben würden, weil sie das Thema auch verstanden haben, aber nie die Redakteure fanden, die ihnen die Artikel abgekauft und in die Zeitung gesetzt haben. Und dann haben wir ein Konzept aus Großbritannien übernommen, nämlich die Big Brother Awards Verleihung, die einen Anlass geboten hat, über dieses Thema berichten zu können. Mhm. Und das war dann halt extrem viel Arbeit. Man sitzt dann halt 3 Monate am Telefon und neben dessen, dass man das als Veranstaltung organisiert, die Texte schreibt, die natürlich intensivst recherchiert sind. Da steckt also auch viel Hirnschmalz drin. Aber auch dann wirklich die Redaktion durchtelefonieren und sagen, das ist wichtig und ihr habt ein Thema und das dann auch zu verkaufen. Das ist die eigentliche Arbeit, das eigentliche Erfolgskonzept von den Big Brother Awards. Auch so weit, dass ich feststelle, nach 17 Jahren, früher habe ich mal gedacht, 10 Jahre macht man das, dann ist alles gut. Mhm. Aber auch nach 17 Jahren nur festzustellen, dass es verdammt nochmal immer noch nötig ist. Ja, man kann damit einfach nicht aufhören, weil es passiert ja immer wieder was Neues. Ja, das hätte ich nicht erwartet, dass die... also sowohl unsere Parlamentarier, obwohl es ja auch dichten Kontakt gab, ich war 3 Jahre im Bundestag in der Enquete-Kommission und man hat sich eigentlich mit einigen Leuten gut verstanden, aber ich sehe doch das Beharrungsvermögen der Parlamentarier, die glauben, dass sie mit Netzpolitik nichts zu tun haben, und das sind halt sehr viele, dass sie einfach nicht erreichbar sind, auch nicht für die Kollegen aus den eigenen Parteien. Da kommt dann irgendwie auch kein konkretes Ergebnis bei denen an, ne? Also die haben das dann irgendwie nicht verstanden. Was heißt, das konkrete Ergebnis der Enquete ist halt so ein Stoß Papier, der ist im Archiv, den kann man finden, wenn man danach sucht. Was fehlt, ist der Druck, regelrecht, sich damit beschäftigen zu müssen. 2009, als die Enquete beschlossen wurde, also nach der neuen Legislatur, da gab es halt den Druck der Piratenpartei, die halt richtig viele Stimmen hatten. Also ich war auf dem SPD-Parteitag, wo Müntefering seiner Partei die Ohrfeigen gegeben hat, wie viele Stimmen diese Piraten bekommen haben. Das waren 10% der Stimmen, die die SPD in bestimmten Bereichen bekommen hat. Und sagte, ihr müsst aufwachen, da passiert was. Und der Druck der Piraten, der hat wirklich dazu geführt, dass halt alle Parteien im Bundestag sich hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen jetzt wenigstens eine Enquete. Das ist immer so eine Möglichkeit, etwas zu tun. Und ich musste dann aber auch erleben, dass wir als Zivilgesellschaft, die in der Enquete mit drin saßen, aber plötzlich sofort angegriffen wurden, wie andere Politiker auch, also als seien wir plötzlich Politiker und keinen Support von außen richtig mehr bekamen. Also wir waren ziemlich auf uns allein gestellt und ich stelle auch fest, dass auch bei
vielen Politikerinnen und Politikern das wirklich eine Verzweiflung ist. Die sitzen da, sind gewählt und ihre Wähler sehen sie nie wieder. Also die gehen nicht zu den Veranstaltungen und wenn, dann sind es halt die üblichen 15 Nasen. Man weiß schon, welche nervigen Trollfragen sie wieder stellen und da ist nichts Unterstützendes. Und ich glaube, dass die Großteil der Bevölkerung vergessen hat und dass die Politik eben mehr ist als wählen oder direkte Demokratie, sondern dass man verdammt nochmal die Demokratie eigentlich nutzen sollte, die es jetzt schon gibt, die vorhanden ist, die durchlässig ist, die durchaus auch transparent ist. Ich muss halt ein bisschen Einsatz bringen. Es ist nicht so wie in den Supermarkt gehen und überlegen, nehme ich jetzt Snickers oder nehme ich Mars. Das war eine gute Überleitung zum Tim, denn direkte Demokratie ist ja im Prinzip etwas, was mehr Demokratie sich so auf die Fahne geschrieben hat. Also ich weiß von den Gesprächen aus NRW, dass ihr sehr große Fans von den Volksentscheiden seid. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, in welchen Bereichen würdet ihr sowas als Maßnahme generell sehen? Wie würdet ihr das gewichten? Wo darf man so etwas vielleicht nicht tun? Auf welcher Ebene wäre es sinnvoll? Vielleicht möchtest du da kurz was zu sagen. Kurz ist schwierig, ich bemühe mich. Ja Zeit. Ich bemühe mich. Also prinzipiell fordern wir direkte Demokratie auf kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene und auch auf EU-Ebene. Ja. Und wir sagen, über die Themen, über die die Parlamente entscheiden dürfen, sollen auch die Bürgerinnen und Bürger entscheiden dürfen. Ne? Das heißt natürlich im Umkehrschluss, genauso wie der Bundesgesetzgeber an Grundrechte gebunden ist, gilt das dann auch für den Volksgesetzgeber. Ne? Also das ist so, das ist ja oft eine Sorge auch in unseren Bereichen, die ich kenne. Ah, was passiert denn dann, wenn wir das Volk loslassen? Und dann hat man Sorge, dass die ganzen Grundrechte eingeschränkt werden. Empirisch ist es nicht so. Ne? Empirisch passiert das durch Volksentscheide und passiert es auch durch Parlamente und beides Mal ist es tragisch, weil Grundrechte natürlich wichtig sind für eine Demokratie. Ich kenne seine Position da auch ein bisschen und er hat schon was Richtiges gesagt und TTIP und CETA zeigen das. Ja? Man kann Demokratie auch ohne direkte Demokratie leben und man kann Einfluss ausüben. Also TTIP und CETA zeigen das auf eine ganz tolle Weise. Ne? Und andererseits zeigen aber TTIP und CETA auch, das sind so wichtige Fragen, ja selbstverständlich muss es da auch Volksentscheide geben. Ja? Das ist ein wichtiges Instrument, weil es zeigt eigentlich wirklich, wirklich beides. Ne? Und wir sehen an TTIP und CETA, das ist eine sehr, sehr komplexe, schwierige Frage. Das sind Verträge, die sind ungefähr 1000 Seiten dick. Ja? So ein bisschen. Ja? Also ja, mit Anhängen dann noch mehr. Ja, ne? So. Also unglaublich viel. Und da fragt man sich, ja, können das Menschen überhaupt begreifen? Tja, genau das Problem haben die Parlamentarier. Ne? Und das zeigt möglicherweise schon, hey, ist der Vertrag nicht an sich viel zu komplex? Ja? Also ist das überhaupt noch leistbar? Ist da vielleicht sogar das System hinter, dass die so komplex gemacht werden? Ne? Und wenn wir direkte Demokratie hätten, könnten wir davon ausgehen, die Parlamentarier wüssten besser Bescheid, die müssten das nämlich in ihren Wahlkreisen vertreten und wir können davon ausgehen, die ganzen Verhandlungen wären transparent. Mhm. Sigrun, gerade die Intransparenz von diesen Verhandlungen, TTIP und CETA, auch die Leseräume, hat der Berliner Wassertisch auch öfter thematisiert. Ich denke, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, wie ihr euch denn vorstellen würdet, wie so ein Prozess ablaufen sollte, wenn man solche Freihandelsverträge verhandelt. Wir haben jetzt gesehen, was die Politiker im Prinzip in unseren Augen falsch machen. Wie sollte denn so eine Verhandlung eigentlich aussehen? Wie müsste das denn gemacht werden? Naja, da müsste von Anfang an erstmal deutlich gemacht werden, was man eigentlich festlegen will vertraglich. Und diese Entwürfe, Referentenentwürfe oder wie auch immer man die nennt, die müssen dann zur Diskussion gestellt werden, so wie das bei anderen Gesetzesanträgen in unserem Land ja auch gemacht wird. Und dann muss es eine Diskussion geben. Und bei so ganz grundlegenden, es ist ja in ganz vielen Dingen so, dass alles Mögliche geheim gehalten wird. Rechnungshofberichte werden geheim gehalten, von kommunalen Unternehmen, wo eventuell ein privates Unternehmen mitbeteiligt ist, wird auch alles sofort geheim gehalten. Also diese Geheimhaltung ist ja so eine Bremse, die schon eingebaut wurde, damit die Menschen möglichst wenig dazu sagen und mitbestimmen können und damit es durchbekommen wird. Und von daher ist das, denke ich, eins der wichtigsten Dinge, alle möglichen Dinge transparent zu machen. Nur mit Transparenz kann ich eine gute Demokratie haben. Ich würde gerne in der Schlussrunde dann die Frage stellen, bei den Themen, die wir angesprochen haben oder bei den Schnittmengen, die wir alle haben, was könnte denn eurer Ansicht nach zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen unseren Organisationen, also zwischen euch und unserer Partei, noch verbessern oder was können die Piraten tun, um sich da vielleicht in den Parlamenten für euch einzusetzen? Vielleicht fangen wir bei dir an.
Naja, das Wichtigste ist gesprächsbereit sein. Also zum Beispiel bedanke ich mich für die Einladung hier auf den Parteitag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr gekommen seid. Ich konnte es auch möglich machen, jetzt hier zu sein, zumindest ein paar Stunden. Das ist auf jeden Fall auch ganz klasse. Natürlich ist es auch durchaus sinnvoll und das passiert auch, wenn zum Beispiel im Landesparlament eine Anfrage zu Themen gestellt wird, die uns betrifft, uns auch als Sachverständige einzuladen. Ja, und natürlich auch bei Aktionen, die wir organisieren, auch gerne unterstützend helfen zu sein, das ist auf jeden Fall immer gut. Das sollte nicht einschlafen und das ist das, was ich auch versuche, natürlich nicht nur bei den Piraten, sondern auch bei allen anderen von mir, die als demokratisch und fortschrittlich empfundenen Parteien einzufordern und auch zu leben. Okay, danke. Vielleicht dann Tim und das Schlusswort dann Sigurd. Ja. Also wir verstehen uns ja als Anwalt der direkten Demokratie und der Demokratieentwicklung. Das heißt, wir suchen natürlich immer das Gespräch mit allen Fraktionen. Und da ist es auch so, dass auch andere Fraktionen, das ist immer von Land zu Land tatsächlich sehr unterschiedlich, sehr, sehr offen ist. Ich hatte jetzt mit den Piraten vor allen Dingen in Schleswig-Holstein auch zu tun. Und da, mit dem Patrick Breyer wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ne, und da haben wir sowohl bei der Piratenfraktion als auch bei der Grünen-Fraktion und teilweise auch bei der SPD-Fraktion gute Erfahrungen gemacht. Und diese Gesprächsbereitschaft, das ist eigentlich das Wichtige. Ja, man muss halt für das Thema halt auch wirklich über die Grenzen rausgehen von seinem eigenen Horizont, von seiner eigenen Partei. Das ist schon richtig. Ja. Da hat sich übrigens, finde ich, in den letzten 20 Jahren, so lange bin ich etwa politisch aktiv, da hat sich was verändert. Ich weiß noch, in den 90er Jahren hatte ich Gespräche mit Abgeordneten, da war oft so eine Haltung, wir wissen es irgendwie besser. Ja. Und ich glaube, das hat auch viel mit dem Internet zu tun. Ja, da ist viel mehr die Einsicht gewachsen bei Abgeordneten. Nee, es gibt ganz viele Themen, da wissen wir gar nichts. Und ich habe nämlich überhaupt kein Problem, wenn die Leute anders stimmen, als ich das sage. Mein Gott, das ist wirklich nicht. Ne? Aber ich möchte eben gern gehört werden und möchte auch mal ein Argument hören. Ne? Yes. Und solange das passiert, dann bin ich sehr zufrieden. Und bei der Piraten, noch ist es so, ich hoffe, dass sich die Piraten das erhalten, ist eben da eine sehr große Diskussionsfreudigkeit, Fähigkeit zuzuhören und Argumente auszutauschen. Und das ist eine Qualität, die ich schätze. Also gerade wir Piraten wissen auch, wir können nicht alles alleine wissen, wir können nicht alles alleine umsetzen. Und die Expertise von anderen Organisationen ist halt sehr wichtig für uns, weil da immer wieder irgendwelche Blickwinkel drin sind, die wir vielleicht vorher gar nicht betrachtet haben. Ich möchte dir das Schlusswort lassen. Ja, wir haben schon einige Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren, gerade auch im Rahmen dieser von uns angestrebten Organklage, für die man ja eine Fraktion brauchte. Ja. Und in den Gesprächen, die wir mit den anderen Parteien teilweise hatten, die haben uns zwar angehört, aber da die zum Beispiel in dem Fall da überhaupt nicht ran wollten, haben die zwar schön zugehört und auch mit dem Kopf genickt und sagten ja, ja, aber man merkte, dass sie eigentlich nicht wollten. Und das war zum Beispiel hier in diesem Fall bei den Piraten anders. Mit denen haben wir das ja geschafft. Und wir haben auch schon, oder manche von uns sind auch schon in Büros von Abgeordneten gegangen, da haben wir auch gute, aber auch ganz schön schlechte Erfahrungen gemacht, wo man also doch verhältnismäßig hochnäsig abgewimmelt wurde. Ja. Ja, ich denke, da muss sich viel ändern und ich freue mich oder auch wir freuen uns, dass bei den Piraten das in großen Teilen jedenfalls anders ist und dass man da zu einer guten parlamentarischen und außerparlamentarischen Zusammenarbeit kommen kann. Ich finde, das war ein herrliches Schlusswort. Herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ich denke, dass, das werden wir einfach nochmal wiederholen, dass wir so das Gespräch miteinander führen.